Willkommen zu diesem neuen Video und heute schauen wir uns mal die neuen CarPro-Produkte etwas genauer an. Und wir fangen heute mal mit dem ersten Produkt an, beziehungsweise mit dem ersten Werkzeug. Ich habe hier das Retire, wir haben hier das D-Scale, wir haben das Inner QED, praktisch den Quick Detailer für den Innenbereich und hier noch das CarPro Spotless 2.0. Aber heute will ich mir gleich mal für mich das mit das Spannendste anschauen und das ist hier der Glass mit der Glashandschuh, Glaswaschhandschuh und den packen wir heute mal gemeinsam aus und da war ich echt gespannt drauf, wie der sich so verhält. Ihr habt hier zwei Oberflächen, kann man schön hier zu sehen, einmal in Orange, so eine Art Waffelstruktur, aber nicht so 100%, also doch schon ein bisschen was Spezielleres. Ich bin echt gespannt, wie der sich hier so handeln lässt. Wir haben hier eine kleine Naht mit drin, um links und rechts sozusagen die Finger einzuklemmen, damit wir auch einen schönen Halt haben. Weil wir brauchen einen guten Halt an der Glasscheibe. Das ist ein Handschuh für die Scheibe speziell. Also ersetzt praktisch das normale Waffeltuch oder Carbontuch, generell ein Tuch. Das ist jetzt praktisch die Handschuhvariante. Und auf der Rückseite haben wir so einen relativ glatten und sehr weichen Mikrofaseranteil. Wir müssen jetzt einfach mal austesten, wie sich beide Seiten so schlagen. Ob eine Seite zum Reinigen ist und eine Seite zum schlierenfreien Auspolieren oder zum Nachpolieren der Scheibe, damit wir einfach da eine wunderbare, klare Sicht bekommen. Hier haben wir noch klein den CarPro-Schriftzug drauf. Und bevor wir jetzt ans Auto gehen, schlüpfen wir mal in das gute Stück hier rein. Der Bund hier in komplett weiß gehalten. Ich habe ja relativ große Hände und gebe euch jetzt mal einen Eindruck hier, wie sich das so anfühlt, wenn man das anzieht. Und ich muss ganz klar sagen, von der Größe her finde ich, ist es völlig in Ordnung. Er ist nicht zu groß, nicht zu klein. Ihr könnt die Finger hier links und rechts aufteilen. Ich würde so 2-2 aufteilen. Das ist am besten, ihr könnt auch 1-3 machen. Dann habt ihr hier praktisch den Zeigefinger und hier die drei restlichen. Das geht auch, aber ich glaube, ihr habt mehr Kontrolle, wenn ihr einfach hier so ein Victory-Piece macht. Und dann seid ihr hier, ja, man schlüpft auch automatisch so in diese 2-2-Kombination rein, wenn man hier einfach in den Handschuh reingeht. Und dann kann man das hier wunderbar drehen und dann einfach ein Stück zurück im Handschuh drehen und dann die Rückseite nutzen. Und das ist eigentlich vor allem für die interessant, die sagen, mir ist so ein Tuch manchmal auch aufgrund der Reichweite zu unhandlich und das faltet sich manchmal zusammen und lässt sich nicht so schön über die Glasoberfläche drüber ziehen. Ich denke mal, das ist eine coole Alternative. Schnappen wir uns noch einen Glasreiniger. Ich muss mal schauen, ob boah, seht ihr einen? Ich glaube, ich habe irgendwo heute Vormittag noch einen gesehen. Ich glaube, ich habe nur den Glasreiniger hier von Sternacloss noch mit. Den werden wir gleich mit nutzen. Funktioniert ja eigentlich auch genauso gut. Und wir testen es mal von CarPro hier, den Glass mit auf der Glasoberfläche. Ich bin echt gespannt, wie der sich so schlägt. Das ist mein erster Test gemeinsam mit euch. Wir testen das Ganze einmal hier auf der Frontscheibe und auch nochmal hinten auf der Heckscheibe. Die Front ist eigentlich relativ sauber. Wir haben hier bei meinem Mercedes bloß so diese typischen Schmutzdreiecke, die praktisch zurückbleiben, wenn der Scheibenwischer in Arbeit ist. Aber hinten am Heck sieht das noch deutlich heftiger aus von der Verschmutzung. Deswegen hier vorne eher der Handling-Test. Nicht, dass einer gleich schreibt, deine Scheibe ist ja gar nicht schmutzig. Ja, die ist nicht sehr, sehr stark schmutzig. Hier geht es mehr ums Handling. Hinten schauen wir uns dann den Schmutz an, der hinten hochgewirbelt wurde. Und da sieht es richtig heftig aus. Ich habe nochmal hier auf der Verpackung nachgeschaut, ob wir noch ein paar Infos bekommen von CarPro selber zur Anwendung. Und da steht hier nochmal, wieder ganz grob, schnell auf Deutsch übersetzt, ihr sollt die Waffelseite zum Reinigen nutzen, um auch mal Insektenreste abzureiben oder wirklich richtig Druck auszuüben, um da schön das Ganze auch zu lösen an jeglichen Verschmutzung. Und dann die Rückseite hier beschreibt CarPro hier als Glasfaserseite, Glass Fiber Side für den Final Wipe, also für das streifenfreie Auspolieren. Dafür hat das CarPro extra nochmal hier mit auf den Handschuh draufgebracht und auch nochmal hier in die Beschreibung mit reingemacht. Das ist sehr, sehr spannend. Was ich noch wichtig finde zu erwähnen, sind die Reinigungs- bzw. Pflegehinweise des Handschuhs selber. Hier steht, man soll das nicht zusammen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht zusammen mit Mikrofasertüchern waschen. Wenn ihr ein Tuch zum Wachs auspolieren nehmt oder Politur auspolieren, wenn ihr dann den Handschuh mit reingebt und das Waschmittel schafft es nicht, das 100% zu lösen, zieht ihr euch hier oder kontaminiert ihr euch diesen Handschuh. Das ist sehr, sehr heikel. Also passt da ein bisschen auf. Wascht den nur zusammen mit Carbonfasertüchern oder zum Beispiel Waffeltüchern in der Richtung, falls ihr dann mehrere dann gesammelt habt. Aber wascht den bitte nicht mit irgendwelchen stark fusselnden Tüchern, weil dann habt ihr ein echtes Problem auf der Glasscheibe. Dann hier 40 Grad maximal und am besten Luft trocknen lassen oder in einen Trockner bei ganz leichter Hitze oder Wärme. Also schon Trockengang nutzen, das sage ich ja generell.
und dann sollte das sehr, sehr gut funktionieren. Das sind alle Infos oder alle wichtigen Infos, die hier mit drauf sind. Natürlich für beste Ergebnisse auch hier das MFX Car Pro Waschmittel nutzen, steht auch noch mit hinten drauf. Und ansonsten nutzt den Clarify oder den Eraser, natürlich auch von Car Pro, zum Glas reinigen. Ich nehme jetzt hier von Sterna Gloss den AGL und da gucken wir jetzt einfach mal, wie gut das funktioniert. Also, alles Wichtige soweit hinten auch nochmal drauf, das finde ich ganz praktisch. Und jetzt haben wir ja gerade gelernt, wir nehmen die Waffelseite zum Reinigen. Also das funktioniert sehr, sehr schön. Von der Größe her sehr angenehm. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, was das Problem sein kann, wenn ihr ein Tuch nutzt. Also ich habe ja relativ lange Arme. Ich komme bis über die Hälfte meiner Frontscheibe drüber raus. Das muss nicht auf jeden zutreffen von euch. Es kommt auch an, wie groß ihr seid, was ihr von der Reichweite habt und wie groß eure Fahrzeugscheibe ist oder auch wie hoch euer Fahrzeug ist. Müsst ihr einfach austesten. Wenn ihr aber mit dem Handschuh nicht hinkommt, dann seid ihr mit dem Tuch auch nicht gut hingekommen. Also müsst ihr einfach ausprobieren, wie gut das bei euch funktioniert. Ich bin Rechtshänder. Würde auch das Tuch in die rechte Hand nehmen. Und jetzt gehen wir einfach mal hier drüber. Machen wir ein bisschen Glasreiniger hier auf die Waffelseite drauf. Und ihr müsst die Rückseite hier hinten nicht mit einsprühen. Also das ist ja wirklich nur sozusagen das Auspolieren, nennen wir es mal so. Also hier vorne ein bisschen was drauf. Gern auch hier ein paar Sprüher auf die Front. Ich liebe den Sprühkopf hier vom Sienna Gloss Grasreiniger. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und jetzt, oh ja. Also, hier vorne geht es jetzt ums Handling und deswegen guckt ihr ja gerade auch das Video. Ihr wollt halt wissen, wie lässt sich das machen und ich kann euch eins sagen, es lässt sich wesentlich einfacher so arbeiten, wenn ihr von der Reichweite hinkommt, als mit einem Tuch, weil ihr habt das sicher in der Hand. Es ist halt wie beim Autowaschen. Ihr wascht ja auch nicht mit einem Mikrofasertuch irgendwie euer Auto, sondern nehmt ja auch einen Waschhandschuh. Ne? Und das ist genau dasselbe Prinzip, dass ihr jetzt hier einfach, ohne dass ihr darauf achten müsst, dass es euch hier irgendwie zusammenfaltet oder knittert oder so, habt ihr wunderbar das Handling. Kommt auch hier nochmal gezielt mit dem Finger, wenn ihr hier, seht auch hier ein bisschen Schmutz drauf, definitiv. Könnt auch schön oben an der Kante lang und habt eine sehr, sehr schöne Reinigungsleistung. Sehen wir dann hinten auch nochmal. Also ich muss echt sagen, das ist Car Pro, das ist clever. Das ist wirklich clever und das funktioniert auch. Jetzt wechsle ich auf die Seite und jetzt schauen wir mal, wie schlierenfrei das hier funktioniert. Und ich sehe gerade, ich müsste mal innen mal meine Scheibe wieder reinigen. Machen wir auch gleich. Weil so ist, man denkt die ganze Zeit, und ist der Schmutz hier noch drauf? Das ist richtig, ja, einmal innen ein bisschen Eis gehabt an der Scheibe, natürlich mit den Händen wieder gewischt, weil es schnell gehen musste. Sieht natürlich die Scheibe innen aus wie Sau. Ist es einfach so. Wir gehen aber gleich nochmal rein, beziehungsweise ich, und gebe euch ein Feedback. Also, das Auspolieren mit dieser Seite funktioniert absolut traumhaft. Es ist komplett klar, ihr braucht natürlich auch einen schönen Glasreiniger, das hat er echt gut gemacht, von der von Sterna Gloss. Also das geht definitiv. Ich komme auf die andere Seite, wir machen da drüben noch den Rest. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Und das ist halt dieser große Handling-Vorteil. Ihr seht das auch nochmal, Schmutzanteil definitiv drauf. Da reicht wirklich so ein paar kleine Sprüher. Lasst den Glasreiniger nicht hier wie ein Wasserfall nach unten laufen und dann schön hier oben an der Dachreling abstützen, damit ihr Stabilität habt. Leichten Druck geben, könnt auch nur ein bisschen gezielt nacharbeiten und um Scheibenwischer lang. Und dann schön zack, zack, zack. So, also ihr seht auch hier, jetzt haben wir hier drüben auch noch mal ein bisschen mehr Schmutz dazu bekommen. Dann Wechsel auf die Glasfaserseite. Hier ist ein kleiner Fussel noch. Und dann, ja, das ist wirklich sehr, sehr cool zu machen. Also, falls ihr diesen Glas mit oder diesen Glashandschuh auch schon mal genutzt habt, ja, das ist wirklich, es funktioniert ohne Witz, es funktioniert sehr, sehr gut. Es funktioniert besser, als wenn ich ein normales Waffeltuch nutze und das immer wieder falte. Und dann habe ich irgendwann so ein komplett durchgetränktes Tuch. Also nutzt am besten auch immer zwei Tücher, eins zum Reinigen und eins zum Auspolieren, weil dann habt ihr eine super klare Scheibe. Es ist absolut spiegelklar. Ist top. Außer, dass die Scheibe innen total verschmiert ist. Und bevor wir jetzt hinten ans Heck gehen und bevor ich mir den Handschuh noch schmutziger mache, gehen wir noch mal kurz innen an die Scheibe und ich versuche euch mal diese Schmierereien so ein bisschen zu zeigen. So, und ich habe noch mal das Deckenlicht oben auf zusätzliche LED umgeschalten. Und jetzt springen wir mal hier
rein. Und ich schaue jetzt oben noch ein bisschen auf dem Bildschirm mit drauf. Also hier ungefähr seht ihr das Gegenlicht, das Spiegellicht. Und dann habt ihr hier richtig diesen Schmierfilm. Und der ist jetzt innen. Und deswegen schnappe ich mir wieder hier den Handschuh und schaue jetzt mal, wie das Handling innen ist. Weil darauf kommt es ja jetzt ein bisschen an. Sprüht bitte jetzt nicht hier im Innenraum rum, sondern hier draußen. Und jetzt probieren wir das mal aus. Macht es euch ein bisschen bequem, fahrt den Sitz ein Stück nach hinten oder vorne, je nachdem, wie der, das vom Platz her besser passt. Und jetzt testen wir es mal. Ich muss mal meine Mütze absetzen, dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz und Reichweite. So. Also erstmal hier schön, oh, hier ist ein richtiger Schmierfleck drauf. Aber das geht wirklich verblüffend gut, das hätte ich nicht gedacht. So, also richtig schön hier drüber gehen. So, und jetzt habt ihr eigentlich bestimmt hier so richtig schönen Schleierfilm. Und jetzt bin ich gespannt. Ihr könnt das natürlich auch von draußen machen, indem man hier so seitlich an die Scheibe rangeht. So, also man kommt auch bis vor mit einem langen Arm. Das geht soweit. Also diese Glasfaserseite, ja, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt nur 50% gemacht. Man kann auch, wenn man merkt, okay, das funktioniert mit rechts nicht so gut, einfach mal auf links wechseln. Und dann sich anders positionieren und dann kommt man auch hier so noch besser ran. Ah, es ist Scheibe vorne reinigen, ist halt immer so ein bisschen akrobatisch. Und ich merke jetzt auch immer wieder, sprüht hier wirklich kein Glasreiniger drauf, sondern nutzt das nur zum Auspolieren. Und das sieht traumhaft aus. Ich weiß nicht, wie es über die Kamera rüberkommt, aber ich glaube, die Stelle hier vorne ist sehr schön klar. Ich kann nochmal nachkontrollieren. Schönen Steinschlag in der Scheibe drin. Aber ich glaube, der ist noch nicht kritisch. Bleibt nicht aus. Also Leute, das Ding funktioniert. Das funktioniert echt sehr, sehr gut. Ich schaue nochmal von außen mit drauf. Cappy mitnehmen. Wie sieht es denn aus hier draußen? Im Licht. Ey, so mega, mega klar. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ging auch vom Handling her sehr gut. Schaut mal, wie schön klar das ist. Absolut top. Gehen wir nochmal hinten hin. So, für alle, die sich jetzt gefragt haben, Sebastian, das ist doch gar keine schmutzige Scheibe gewesen. Bitteschön. Die sieht nochmal deutlich anders aus. Also vorne haben wir jetzt schönes Handling gesehen. Hinten geht es jetzt nochmal um die Reinigungsleistung, beziehungsweise auch um das Handling und wie gut schafft es das hier, den Schmutz aufzunehmen. Eigentlich könnte man das Auto vorher auch nochmal richtig waschen, aber wir machen jetzt wirklich den Härtetest. Ihr seht auch noch hier schön von Silvester. Diese, ich weiß nicht, was das für ein Pulver ist, wer das weiß, alle Sprengstoffexperten mal unten reinschreiben, was das für ein Pulver ist hier, dieses rötliche. Aber hier ist bestimmt eine Rakete drauf gelandet beim Runterfallen und hat hier so ein bisschen was noch zurückgelassen an diesem rötlichen Pulver. Testen wir mal aus. Ansonsten jetzt hier. So, ich fange hier unten an, damit mir das nicht über den Lack läuft. Und dann, Glas ist ja wirklich sehr unempfindlich, da kann man auch wirklich mal so drüber gehen, das ist ja das Schöne an Glas. Bei Lack würde ich das jetzt nie so machen, deswegen auch aufpassen, dass es nicht unnötig über den Lack drüber geht. So. Also Reinigungsleistung in Kombination natürlich jetzt hier mit dem Sternaglas Glasreiniger. Ist natürlich sehr, sehr gut. Ihr seht auch mal, nichts geschönt. Hier, richtiger Dreck drauf, richtig übel. Hier auch, oh, ich glaube, man kann das nur ansatzweise erkennen hier. So, jetzt wenden wir auf die andere Seite. Auch schön zu erkennen, hier ist wirklich nur ein bisschen Feuchtigkeit drauf hier. Jetzt gehen wir hier mal drüber. Und dann verzieht sich hier der letzte Schleier noch. So, und ich mache das wirklich mal so bis zur Hälfte bloß, damit wir hier einen schönen Unterschied haben. Also diese Faserseite, das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich komme immer wieder auf die Mitte drauf und ziehe mir immer wieder neuen Glasreiniger rein. Deswegen muss ich mich mal so ein bisschen davon entfernen und versuchen hier davon fern zu bleiben. Ja, hier unten ist auch immer so ein bisschen, also man zieht sich immer wieder neuen Glasreiniger drauf. Aber das liegt nur daran, weil ich 50-50 mache. Aber jetzt mal der Vergleich zu vorher, nachher, nochmal hier vorher eingeblendet. Ihr seht es auch hier in der Reflexion, es ist sehr schön klar geworden. Jetzt nochmal vorher und die aktuelle Situation. Ihr seht auch nochmal schön den Übergang. Ich hoffe, das lässt sich überhaupt
gut erkennen. Dann können wir die Helligkeit noch höher stellen. Aber man kann es gut erkennen, hier hinten. Schön zu sehen. Sehr schön klar auf der Seite. Und hier drüben sehen wir noch so, ja gut. Ich denke mal, da brauchen wir jetzt hier keinen großen Hehl drum machen. Das ist klar, das ist sauber und hier natürlich nicht. Und damit das jetzt wenigstens einheitlich oder halbwegs einheitlich ist, machen wir die Seite natürlich noch mit. Auch hier nur so, dass es gerade so runterläuft. Erstmal die Chromverschmutzung runternehmen. Hier, man kommt auch schön rum. Das gefällt mir echt gut. Und ich habe jetzt wirklich eine sehr, sehr schmutzige Scheibe. Also ihr macht das dann bitte mit einer richtigen Reinigung vorher. Also das ist jetzt absoluter Härtetest hier. Ne? Das ist der absolute Härtefall. So, und im Anschluss, jetzt würde ich natürlich, ich würde immer über die ganze Scheibe drüber gehen, damit ihr diesen Glasreiniger, diese Reste einfach komplett mit einmal nehmt hier und auch in diesem Bereich mit aufnehmt vom Handschuh. Lüftet dann im Anschluss wunderbar ab. Also der Glasreiniger, ich will gleich mal ein Lob aussprechen hier, macht das echt sehr, sehr gut. So, und dann noch ein bisschen ablüften lassen. Und dann seht ihr hier, wunderbar verschwinden diese restlichen Schlieren noch. Und das sieht eigentlich echt gut aus. Und jetzt kommt hier so ein kleiner Trick, vergesst hier diesen Bereich nicht, weil der immer ganz gern vergessen wird. Und ihr seht jetzt echt jegliche Spiegelung hier unter diesem LED-Analyselicht. Und hier habt ihr noch die letzten Schleier und pass auf jetzt. Bisschen Wind geben, bisschen Luft und dann ist das so ein absoluter Magic-Trick. Also passt einfach auf, dass ihr das richtig schön gleichmäßig macht und diese leichten Schleier, die drauf bleiben, die lüften dann von allein ab. Also funktioniert eigentlich sehr, sehr cool, vor allen Dingen vom Handling her. Wie gesagt, reinigt das Fahrzeug vorher richtig schön. So, dann habt ihr auch nicht so viel Stress, wie ich jetzt gerade in meinem Fall hier und so viel Arbeit. Also der Handschuh macht das sehr, sehr cool. Sehen wir uns beim Fazit. So, und das war jetzt hier der kleine Test zum CarPro Glass mit. Und eins muss ich euch jetzt schon sagen, es funktioniert wirklich sehr, sehr schön. Was ich jetzt hier gerade am Heck des Fahrzeugs gemacht habe, war ein absoluter Härtetest für Glasreiniger und Handschuh. Ihr seht auch hier, der ist richtig schmutzig. Der kommt jetzt im Anschluss mit dem Mikrofaserwaschmittel in die Waschmaschine, damit ich ihn wieder schön sauber bekomme. Und dann wird er auch wieder wunderschön auch orange strahlen. Und wie gesagt, das war jetzt echt ein Härtetest. Bitte wascht euer Fahrzeug wirklich richtig schön. Aber man muss eins dazu sagen, angenommen ihr seid irgendwie in Urlaub unterwegs, dann habt ihr vielleicht nicht immer die Möglichkeit, das Auto so penibel zu reinigen, wie ihr das vielleicht in eurer Region macht oder zu Hause halt. Und deswegen muss auch so ein Handschuh mal so einen Test abkönnen. Und das hat er echt sehr, sehr gut gemacht. Also ich sehe einen großen Vorteil beim Handling. Das ist wirklich, das ist ja auch der Sinn, warum man aus einem Tuchprozedere einen Handschuhprozedere macht. Also der CarPro Glass mit macht eigentlich sehr, sehr vieles richtig. Und das ist eine wunderbare Sache. Ist natürlich ein bisschen preisintensiver als ein normales Tuch, weil hier wird viel mehr genäht, hier sind viel mehr unterschiedliche Materialien dran. Ihr habt hier diese Glass-Fiber-Variante und vorne diese Art ja, Waffelstruktur. Die Seite zum Reinigen, die Seite zum Auspolieren und das funktioniert wirklich. Man hat es schön an der Scheibe innen gesehen, das funktioniert echt sehr, sehr schön. Und man hat viel mehr Kontrolle, und das ist der Hauptpunkt, viel mehr Kontrolle, vor allem im Innenbereich, an der Innenscheibe vorne an der Front, als mit einem normalen Tuch, weil man sich dann so verkanten muss und das muss dann auch immer schön plan aufliegen. Das wird dann irgendwann so ein Ball und die eine Hälfte vom Tuch hängt runter. Das hast du halt hier nicht. Hier hast du eine richtig schöne gleichmäßige Oberfläche und du musst eigentlich nur deine Hand an der Scheibe lang führen. Und das geht mit einem Tuch auch, aber irgendwann hängt ja die Hälfte runter oder das fängt sich an einzuwickeln. Das hast du halt bei einem Handschuh nie. Also von meiner Seite aus wirklich eine absolute Empfehlung für dieses Teil. Vielleicht gibt es in Zukunft auch nochmal Alternativen. Aber ich muss sagen, so, das ist so ein bisschen das Update zum Carbonfasertuch in dieser Tuchvariante. Aber jetzt hier so ein Handschuh, ich finde es sehr, sehr cool. Probiert es echt gern mal aus. Die Sachen sind unten verlinkt. Wie gesagt, die anderen Sachen schauen wir uns dann in der Waschhalle drüben an. Den Wheel mit oder Wheels mit und den Dab Dab oder Dab Dab. Schaut mal rein, Dab Dab oder Dab Dab. Gucken wir uns an. Und auch die Sachen schauen wir uns auch noch an. Aber erstmal hier der Glass mit von CarPro. Definitiv einen Daumen nach oben. Sehr, sehr cooles Werkzeug und das wird auch bei mir in meinem privaten Inventar definitiv mit reinwandern, weil es ist sehr, sehr cool zu machen, vor allem im Innenraum. Bis zum nächsten Mal, bei Fragen melden. Ansonsten auch nochmal Kompliment hier an den Sternagloss Glasreiniger. Schönes Ding, sehr schöne Reinigungsleistung, auch hinten jetzt nochmal perfekt gezeigt, also sehr, sehr cool.
bis zum nächsten Video. Euer Sebastian, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben nicht vergessen, würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, wenn Fragen sind, könnt ihr mich kostenlos erreichen über WhatsApp, Facebook, Instagram, hier unten in den Kommentaren, E-Mail. Ich bin jederzeit für euch da. Bis zum nächsten Video. Ciao.